Als mich der Hans-Peter Grass und die Desiree Sommerer heuer ganzzeitig im Frühjahr gefragt haben, ob ich die Abschlussdiskussion moderieren will, habe ich sofort Ja gesagt. Ich habe dann den Titel erst später gesehen und habe gedacht, das ist ja auch ein bisschen eine Herausforderung, habe ich mir gedacht. Dann habe ich mir gedacht, nein, es ist doch ein bisschen einfacher, wenn ich anfangen darf beim Kulturbegriff. Ich glaube, alle im Saal, wenn ich es überschlage, ungefähr 100 Personen, jeder von uns hat einen anderen, einen persönlichen Kulturbegriff, und wir werden ihn insofern, glaube ich, handhaben, dass wir zwischen all denen, die wir haben, einfach herummeandrieren, weil ganz wichtiger sind die Fragepunkte Harmonie, Dissonanz, auch Widerstand in einer Gesellschaft, wenn wir es so zusammenfassen, in der Kultur des täglichen Zusammenlebens in allen ihren Facetten. Glaube, darum wird es auch heute gehen. Und dann darf ich Ihnen gleich die Dame und die beiden Herren am Podium vorstellen. Frau Elsbeth Wallenöfer, Volkskundlerin, Philosophin, Autorin, Gastautorin mit Kommentaren wie zum Beispiel im Standard. Ich darf einmal um einen kleinen Applaus gleich bitten. Mir hat sich natürlich da schon gleich ein paar Punkte aufgedrängt. Ich darf mich jetzt niedersetzen. Sie haben vor Jahren einen Wegweiser geschrieben durch den Begriff der Heimat. Da würde es mich dann schon einmal interessieren, warum ist auch heute so ein Wegweiser durch den Begriff der Heimat notwendig? Warum fürchten Sie sich vor dem unaufhaltsamen Aufstieg der Tracht und des Trachtenjankers? Das würde mich interessieren. Und natürlich auch die Frage, ob in einer Welt, die zusehends globalisierter und komplexer wird, ein Zurückziehen in eine Welt, die man überblicken kann, in der man auch alle Rituale und alle Symbole für sich selber klar kennt und definiert, ob das nicht durchaus verständlich ist. Aber meine erste Frage würde mich wirklich interessieren, warum haben Sie Unbehagen, wenn Sie an die Tracht denken? Ich habe nicht wirklich Unbehagen. Ich habe nur dann Unbehagen, wenn man diese Tracht als politische Waffe einsetzt, als politisches Mittel zum Zweck. Und genau das passiert im Moment. Deswegen habe ich über diesen unaufhaltsamen Aufstieg der Tracht im Standard damals geschrieben. Nämlich dann, als der André Bockenburg von der AfD, der so fernab von was von einem Trachtenjanker ist, ihn angezogen hat und auf der Bühne gestanden hat und eine Hasstirade losgelassen hat gegen alles, was nicht AfD ist. Und da musste ich sagen, wenn Kleidung ein Mittel zum Zweck wird, wenn Kleidung zur Symbolpolitik wird, wenn Kleidung als politische Waffe eingesetzt wird, dann bin ich natürlich dagegen. Ansonsten bin ich dafür, dass ihr alle trocht und ihren Lohn legt, weil es ist eine interessante Geschichte. Und es kleidet manchmal, es ist einfach zu pflegen, man schaut fast immer gut aus, aber wirklich nur fast immer. Also es ist nur dann auch Brauchtum und hier gerade in Salzburg ist man ja eingebettet in eine lange Geschichte des Brauchtums, heißt auch immer in eine lange Geschichte des politischen Brauchtums, weil Salzburg ganz besonders bis heute sich immer noch auf Traditionen beruft, die aus dem Brauchtum des Nationalsozialismus herkommen. Das heißt, wir auch der eigenen Geschichte, und dann bin ich auch schon beim Punkt, die eigene Kultur besteht bei uns aus Tracht, Kleidung, Dirndl, Lederhose, Humtatatetere, aber auch sie hat eine Geschichte. Und diese Geschichte müssen wir uns genau anschauen. Und wenn wir sie nur wie selbstverständlich benutzen, ist das eine ganz wunderbare Sache. Wenn wir sie einbetten in einen Jahreslauf, ist es auch eine wunderbare Sache. Wenn wir sie zum Saufen und nachher Kotzen nutzen, wie auf dem Oktoberfest, ist vielleicht auch eine wunderbare Sache. Aber wenn wir sie als politische Waffe nutzen, dann muss ich sagen, bin ich dagegen. Danke, Frau Wallenöfer. Stichwort Salzburg. Darf Ihnen gleich den ersten der beiden Herren hier am Podium vorstellen, Michael Neureiter. Sie kennen ihn wahrscheinlich alle auch sehr gut. Theologe, ein Liebhaber alter Zeitmessgeräte, ich sage ganz bewusst nicht Uhren. Er war jahrelang Präsident im Salzburger Landtag und ist seit vielen Jahren Präsident der Stillen Nachtgesellschaft. Hat heuer sehr viel zu tun. Vielleicht kommen wir da auch einmal in dieser Runde auf den Punkt, denn mich würde es zumindest schon auch interessieren, vielleicht bringen wir die Frage heute unter,
ob diese Friedensbotschaft, die die Stille Nachtgesellschaft ja voranträgt, heutzutage in einer Gesellschaft, die so im Umbruch ist, auch vielleicht eine Neudeutung, eine Neudefinition braucht. Und was mich auch interessiert ist, was kann man aus dem Umgang mit alten Zeitmessgeräten für die heutige Zeit noch lernen? Und ganz zu Beginn, Sie haben selbst ein politisches Leben mit viel Harmonie, mit vielen Dissonanzen hinter sich gebracht, wenn ich so sagen darf. Was hat Sie persönlich mehr weitergebracht, einmal auch konfliktfreudig zu sein oder in Harmonie zu leben? Ich möchte zu Beginn bei der Frau Wallnöfer anknüpfen und die Hinweise auf die Salzburger Szene in der Tracht aufgreifen. Sie haben auch bemerkt, wenn Sie genau geschaut haben, dass es in den letzten Jahren doch einige Schritte eines Abschieds von unseligen Zeiten in der Volkskultur gegeben hat. Zu mir persönlich, ich trage das Sakko heute deswegen, weil ich kein anderes zum Ausführen und zum Austragen habe. Ich werde es auch morgen tragen, wenn ich den 45. Hochzeitstag mit meiner Frau feiern werde. Und daheim werde ich heute eine Jacke anziehen und nicht ein Sakko. Ich darf auf die Fragestellungen vom Herrn Grabherr in aller Kürze eingehen. Die Zeitmessung fasziniert mich, seit ich als Oberministrant am Hallener Thürnberg die dortige Turmuhr Jahr für Jahr bei ihrer Arbeit beobachten konnte. Wir hatten immer einen Bittgang am Bittsonntag zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingstsonntag und hatten dann die Gelegenheit, nach der Andacht in der Kirche auch den Turm zu besteigen. Dort oben gab es ein Werk, das 1788, wie ich jetzt weiß, umgebaut worden ist auf den langen Perpentikel. Und damit kommen wir schon auf eine Antwort auf die Frage nach der Zeitmessung. Dieser lange Perpentikel hatte die Funktion, die Genauigkeit der Uhr gegenüber Vorgängertechniken wesentlich zu erhöhen. Und diese englische Hemmung, wie das im Jargon heißt, hat dazu geführt, dass man den ursprünglich einen Zeiger, den Stundenzeiger, ergänzt hat um einen Minutenzeiger. Die Salzburger unter Ihnen wissen, dass es noch ein paar Türme gibt, wo man den kurzen Minutenzeiger und den langen Stundenzeiger beobachten kann, zum Beispiel am Glockenspiel, zum Beispiel in St. Peter, zum Beispiel an der Großen Aula. Ein Hinweis darauf, dass der Trend zur Genauigkeit zugenommen hat im Laufe der Jahrhunderte. Ich wäre froh, wenn wir von der alten Zeitmessung auch lernen könnten, dass wir es nicht auf die Sekunde immer ankommen lassen müssen. Zum Zweiten Ihrer einleitenden Hinweise. Ich habe in der Politik und ich war 24 Jahre im Landtag und 30 Jahre in der Gemeindevertretung schon erlebt, dass der Wunsch nach Harmonie natürlich immer da ist, dass es Dissonanzen auszuhalten und auch auszutragen gilt. Das ist schon etwas fordernder und dass es auch Widerstand braucht. Und ich habe dem Herrn Grabherr nur zu Beginn in unserem kurzen Vorgespräch ein paar Beispiele genannt, wie man sich halt nach einem nicht ganz kurzen Leben erinnert daran, dass man 2003 es geschafft hat, mit vielen zu erreichen, dass das damals in Aussicht genommene und geplante Mauthüttensystem für das Road Pricing dann nicht gekommen ist und eine neue technische Lösung in Österreich entwickelt wurde, die mittlerweile sogar in Deutschland auch von einer österreichischen Firma realisiert werden wird. Kapsch wurde kürzlich mit einem Auftrag versehen, eine andere Geschichte eines Konflikts, einer Dissonanz, wenn Sie so wollen, in der Nachbarschaft bei mir daheim, hatten wir mitten im Mohngebiet die Planung eines Bordells. Das haben wir auch mit einiger Kraftanstrengung umgebracht. Eine dritte Geschichte, die uns in Salzburg nach wie vor befasst, ist die Geschichte mit der 380 kV-Leitung, die in meiner Heimatgemeinde Bad Figau natürlich auch lange eine wesentliche Rolle gespielt hat. Jetzt aber zum Wichtigen und zum Letzten. Es gibt die Sondersituation, dass es ein Lied gibt, für das es sogar eine Vereinsgründung vor langer Zeit, 1972, gegeben hat. Und in dieser Stille Nachtgesellschaft darf ich seit 11 Jahren
Verantwortung tragen. Und der Herr Grabe hat mich auch gefragt, ob es nicht manchmal zu viel wird. Wir sind wirklich in der Situation, dass ihr vorhin scherzhaft gesagt, es ist gut, wenn der 7. Jänner da ist, wenn Epiphanie vorbei ist und wenn am 3. Februar die Landesausstellung zum Thema schließt, weil manchmal hat man schon den Eindruck, dass es zu viel wird, obwohl ich den sicheren Eindruck habe, dass das Lied Stille Nacht so etwas wie einen Selbstschutz eingebaut hat. Nur am Beispiel des erstmals Erklingens des Liedes am Heiligen Abend bei uns um 17 Uhr. Der ORF in Salzburg praktiziert das korrekt und ein Journalist gestern, der mich angerufen hat für Ö1, hat gesagt, er habe für seine Sendung am Vormittag des Heiligen Abends dieses Jahres eine Sondergenehmigung von der Abteilungsleiterin bekommen, dass er einige Formen und einige Versionen des Liedes schon am Vormittag spielen kann. Ich habe das Problem, dass ich im Moment ziemlich intensiv mit dem Lied, seiner Herkunft und seiner Botschaft zu tun habe. Und weil der Herr Grabe auch angesprochen hat, ob es nicht eine Neudeutung brauche. Wir sehen mit Interesse, dass die ursprüngliche Botschaft des Lukas-Evangeliums Menschwerdung im Lauf der Zeit sich wesentlich erweitert hat und man fast schon in der Gefahr ist, die Botschaft von Lukas 2 zu vergessen. Wenn es zu einem Bestandteil der europäischen Festkultur geworden ist, ob man mit oder ohne Text das Lied sich nicht mehr als, ja, das gehört zur Festkultur. Es ist Botschaft, es ist Beitrag zur Festkultur und es ist natürlich auch ein Stück Baustein zum Frieden geworden. Placido Domingo hat mir mal geschrieben, es wäre gescheit, Stille Nacht als Weltfriedenslied zu bezeichnen. Das kann jeder halten, wie er will. Ich möchte versuchen, um den Tiefgang mich zu bemühen und nicht um die Oberflächlichkeit, nicht um die Kommerzialisierung mich einsetzen, sondern um die Herkunft und um die eigentliche Botschaft, die für mich als Christen die Menschwerdung ist. Okay, danke, Herr Neureiter. Ich habe fast schon gespürt, dass ich hier am Podium, wie Sie das mit dem Bordell angesprochen haben, ich will nicht sagen Widerstand und Dissonanz ausgebreitet hat, aber zumindest Anmerkungen hat es gegeben. Und damit komme ich zum zweiten Herrn hier am Podium, Gerhard Hadra. Ich brauche ihn nicht vorstellen, vielleicht nur ein Zitat. Findet man auf der Homepage seiner Schule des Ungehorsams, die er ja vergangenes Jahr, glaube ich, gegründet hat. Wenn man schon seine Unzufriedenheit ausdrücken will, dann sollte man dafür auch eine entsprechende Sprache finden, um sich nämlich so formulieren zu können, dass andere Menschen das verstehen und mitdenken können. Für mich stellt sich die Frage, warum war ausgerechnet 2017 es notwendig, eine Schule des Ungehorsams zu gründen? Was kann sie auch bringen für die Weiterentwicklung einer Gesellschaft, in der wir sind? Und wir haben auch im Vorfeld ein bisschen gesprochen, Sie fürchten sich ein wenig vor einer, wie soll man sagen, Kultur des harmonisierten Biedermeiertums. Aber lassen Sie uns bitte beginnen, warum braucht es eine Schule des Ungehorsams, Herr Hadra? Sie haben in den Zitaten schon sehr viel vorweggenommen. Zuerst einmal schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf in Salzburg. Ich habe ja auch mal 10 Jahre lang in Salzburg gelebt und bin dann geflüchtet nach Linz. Ich bin Karikaturist, wenn man so will, aber eigentlich kein Witzezeichner. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Witz gezeichnet. Es ist mir auch noch nie was eingefallen oder so, sondern es fällt mir ständig etwas auf. Das ist der Unterschied jetzt. Wir haben irgendwann einmal beobachtet, was denn da über die Jahrzehnte alles kommentiert wurde. Und so bin ich nichts anderes als ein Chronist der menschlichen Verblödung. Ich habe mich immer wieder umgeschaut und habe mich gewundert, wie es möglich ist in einem demokratischen Land wie dem unseren, dass sich die Menschen mit diesen Umständen begnügen. Und da habe ich wieder so kleine Versuche gemacht, aufzurütteln, aber nicht nur jetzt, ich weiß nicht, was für eine anonyme Leserschaft, sondern zuerst mal mich selber.
Und das ist ein Lebensprinzip geworden irgendwann einmal. Und so habe ich dann begonnen, nach all diesem Wühlen in den Unsäglichkeiten unseres Daseins einen Strich drunter zu ziehen, Bilanz zu ziehen. Und interessanterweise ist ein sehr positiver Gedanke dabei entstanden, nämlich eine Schule des Ungehorsams zu gründen, weil wir in diese Schule die Historiker einladen, die uns sagen können, was mit Gehorsam bereits an Unerträglichkeiten passiert ist in der Geschichte. Und weil wir überzeugt davon sind, im Sinne von Hannah Arendt, dass Ungehorsam der Motor jeder fortschrittlichen Entwicklung ist. Das ist ganz klar. Und auf diesen einfachen Säulen fußt diese Schule des Ungehorsams. Ich sage es nur deswegen dazu, ich bin für diese Einrichtung der Schulwart. Ja? Mein Sohn mit seiner Frau ist das Direktorium. Aber das ist jetzt etwas pointiert gesagt die Wahrheit. Ich habe Riesenfreude daran, dass ich merke, wie viel Zustrom wir von jungen Leuten kriegen. Von Menschen, die im Augenblick wirklich einen großen Wunsch haben, nämlich wann tritt endlich wieder jemand auf, der uns Lust auf die Zukunft macht, der endlich aufhört, mit Angst Politik zu machen, was im Augenblick passiert, sondern das Gegenteil davon. Wir wollen ein Diskussionsforum sein, das über die Köpfe der Menschen ausstrahlen kann, und das passiert in diesem kleinen Forum. Wir haben bisher keine großen Triumphe gefeiert, außer vielleicht auf Stanislav Petrov immer wieder hinzuweisen, einen Militär aus der damaligen Sowjetunion, der im Jahr 1983 verhindert hat, dass der halbe Planet ausgelöscht wurde, indem er eine Mitteilung nicht weitergegeben hat, die gelautet hat, die amerikanischen Atomraketen seien in Anflug auf die UdSSR. Aus einem Akt des Ungehorsams heraus hat er das nicht weitergegeben, und wenn man sich vorstellt, was das für Wirkungen haben könnte, ist es klar. Wir haben also diese Helden des Ungehorsams, und davon gibt es heute auch sehr viele, aber das Wesentliche ist, dass wir sehr optimistisch sind, positiv drauf sind, also aufgeklärte Humanisten. Ja, gewaltfreier Widerstand, selbstverständlich. Wir haben noch keine großen Taten vorzuweisen. Wir haben noch kein einziges Bordell verhindert. Das würden wir auch nicht machen, weil wir das für eine höchst soziale Einrichtung halten. Und aus diesem Grund haben wir zuerst einmal Spaß an der Sache, wollen andere Menschen motivieren, dass es Sinn macht, sich einzumischen in die Gestaltung der Gesellschaft. Und da sind wir bei Politik. Danke, Herr Haderer, für das Anfangs- und Eingangsstatement. Wir wollen es hier in dieser Runde so halten, dass wir natürlich auch in dieser Runde aufeinander reagieren, wann der Wunsch sofort da ist. Und natürlich auch, dass Sie sich sofort einbringen können, wenn Ihnen, wie soll ich sagen, wenn Sie einen sagen, ja, da will ich jetzt nachhaken, da habe ich jetzt eine andere Meinung dazu, wie auch immer, dann bitte ich Sie, uns irgendwie ein Zeichen zu geben, also uns nicht zu bewerfen, ein Handzeichen müsste genügen. Dann machen wir das gerne. Stichwort, die Frau Wallnöfer will was gleich dazu sagen, dann halte ich mich zurück. Ihren Trachten an Krinieren, in Ehren, ich finde es ganz wunderbar, ich habe ja selber Trocht und Dirndl, eine sogar aus dem Jahre 42 entworfen von der Nazi-Erfinderin des erneuerten Dirndls. Wo ich wirklich dagegen sein muss, ist, wenn Sie das Stille Nachtlied über die ganze Welt als Friedenslied überziehen wollen, weil es gibt viele Religionen, die dieses Evangelium jetzt nicht unbedingt brauchen, um selig zu werden. Also da muss ich jetzt ungehorsam sein. Beim Bordell muss ich es jetzt auch ganz kurz, das ist jetzt ein Sidestep, korrigieren. Ich war mal die Ghostwriterin von einem der 20 berühmtesten Zuhälter Wiens. Und das Geschäft, das Papier liegt noch in der Schublade, weil er hat gesagt, 50-50, wir machen 50-50. Ich habe meinen 50er-Anteil erbracht, er noch nicht. Der hat jetzt ein bürgerliches Leben begonnen, einen Blog, und was ist er geworden? Einer der größten Nazi-Hetzer und FPÖ-Fans im Internet. Und da ist mir lieber, die Leute, er bleibt Zuhälter, die Leute gehen im Puff, regen sich dort ein bisschen ab. Und ja, also es ist auch eine Form des Friedens. Ich muss da jetzt wirklich ein bisschen streng sein, tut mir leid. Ja, das Mikrofon bitte, das Mikrofon. Auf die zwei Geschichten angesprochen beim Weltfriedenslied. Sie haben gemerkt, dass ich deutlich die Kernbotschaft betone. Mein Verständnis ist es nicht, eine Erklärung der Vereinten Nationen zu erreichen und hier tätig zu sein. Es gibt aber diese Begleiterscheinung auch, die ganz offensichtlich weg von
vom textlichen Kern des Stille Nachtliedes hin zu einer Harmoniebefriedigung oder Harmoniebedürfnisbefriedigung Christmas geht. Das andere Thema, das auch mit Befriedigung zu tun hat, ich habe ausdrücklich betont, wenn Sie genau zugehört haben, dass ich mitten im Wohngebiet betont habe. Ich habe noch nicht dazu gesagt, dass es 14 Wohnhäuser, die rund um dieses geplante Etablissement stehen oder ja, damals gestanden sind, gibt. Das war für uns die Motivation, nicht der Kampf gegen eine unmoralische Einrichtung. Die sind dann nicht abgezogen, weil es nicht gekommen ist. Auch ein Sidestep. Herr Hadra, Sie haben es vorhin angesprochen, man braucht ungehorsame Leute. Ich habe es ein bisschen umgedeutet, man braucht Querdenker. Ist es tatsächlich so, dass wir, man braucht ja nur auch selber mit wachem Auge Medien verfolgen oder selber die Augen offen halten. Es ist, ich glaube, da spricht niemand in dieser Runde dagegen. Wir haben eine momentan auch eine Tendenz, dass es wieder eine Gruppen gibt, auf die man hinsieht, das sind dann die anderen. Braucht es gerade jetzt Querdenker oder sehen Sie solche Menschen, die also eine Affinität haben zur Schule des Ungehorsams, als die einsamen Rufer in der Wüste? Wie sehen Sie das? Also von einsam kann keine Rede sein. Ich weiß nicht, wer das vor kurzem gesagt hat, der gemeint hat, die Mehrheit der Österreicher sind keine Arschlöcher. Also wir können uns darauf berufen, dass wir ein großes Potenzial an Menschen haben, die in der Lage sind, soziale, schlichte Gedanken für sich selbst zu formulieren. Das ist keine Frage. Und wenn das dann der erste Schritt ist, um die Zivilgesellschaft ins Spiel zu bringen, dann sind wir, glaube ich, im Augenblick in der richtigen Richtung. Wir haben eine politische Situation in Österreich, die sehr viele Menschen aufregt, deswegen, weil es keinerlei Hemmungen mehr gibt, mittlerweile im Sozialsystem wüst um sich zu schlagen. Die letzten Ideen zum Thema Schulreform sind haarsträubend reaktionär. Und in dieser Atmosphäre wird ein Erfolg nach dem anderen eingefahren mit einer ganz schlichten Strategie, nämlich den Menschen Angst zu machen und damit ihre eigenen Erfolge zu lukrieren. Und das ist für eine ganz große Mehrheit der Menschen nicht verständlich. Und wir sagen, wir fordern sowas Ähnliches wie ein Schulfach, das heißt soziale Bildung. Jetzt fangt endlich wieder mal an den Wurzeln eurer gemeinsamen Vereinbarung zu feilen und lernt wieder mal miteinander umzugehen. Ja? Die einfachen Fragen zu stellen, wie geht's dir, kann ich was für dich tun? Das ist jetzt, ich weiß schon, sehr blauäugig gesagt, aber ich denke, da kommt man nahe an den Kern. Es würde sehr vieles an den großen Problemen, glaube ich, nur dann möglich sein, zu bewältigen, wenn wir Fantasie und wenn wir Selbstbewusstsein entwickeln. Wenn wir Menschen haben, die sich bilden, die ihre Persönlichkeit bilden und dann sich vereinbaren, miteinander auf solche Themen zuzugehen. Und das ist das Wesen der Demokratie, bitteschön. Ja? Und wenn man sich anschaut, was in Brasilien im Augenblick abgeht oder vielleicht auch in unseren Nachbarländern, dann wissen wir, dass plötzlich die gesamte Geschichte der Aufklärung, und das sind immerhin an die 300 Jahre mittlerweile, zur Disposition steht. Und wenn es dann nicht so ist, dass wir nervös werden, angesichts dessen, dass uns wirklich ganz große Themen bevorstehen, das wissen wir doch, dann ist es, glaube ich, notwendig, dass man appelliert an jeden Einzelnen und sagt, bitte, es ist nicht die Frage der Dimension der Schritte, sondern die Frage der Richtung. Small is beautiful, das kommt von Leopold Kohr aus Oberndorf. Ja? Und dem habe ich mich immer ein bisschen verpflichtet gefühlt, warne allerdings davor, dass es eine Erklärung sein könnte für diesen Rückzug ins Neo-Biedermeier, indem man dann sagt, ja, ich habe ja mein Forum, ich poste da jetzt einmal irgendwelche Hasspostings kurz und dann habe ich ja meinen Beitrag geleistet und ziehe mich wieder zurück. Also kein Rückzug, sondern eine lustvolle Beteiligung am Gestalten unserer aller Gesellschaft. Ich bitte. Ich möchte jetzt da nicht versuchen, hier am Podium irgendwelche Rollenzuweisungen zu machen. Michael Neureuther war ÖVP-Politiker, Landtagsabgeordneter und auch Landtagspräsident. Wir haben ein Nationalratswahlergebnis, daraus resultierend auch eine Regierung. Auch das ist natürlich Demokratie. Ist es da
von Ihrer Seite, Herr Neureiter, dass Sie dazu was ergänzen wollen? Das, was Herr Adler, bitte. Was Herr Adler jetzt gesagt hat, ist eins zu eins zu unterschreiben. Darf ich dazu was sagen? Ich bin eine Christin im Herzen, eine Sozialdemokratin, auch im Herzen, als Herz-Links-Schlock. Aber ich habe mit dieser Regierung schon ein Problem. Sie ist keine Volkspartei mehr. Sie ist eine freiheitliche Partei. Sie heißt nicht umsonst Bewegung, was ein Kampfbegriff aus der rechten Szene ist. Sie vergisst die christlichen Werte. Sie vergisst auf die Sozialpartnerschaft. Sie kennt nicht mal die Prinzipien volkswirtschaftlichen Arbeitens eines Staates. Das ist ein Drama in meinen Augen. Also jeder anständige ÖVPler müsste aufstehen und sagen, jetzt müssen wir tatsächlich eine neue ÖVP gründen. Weil das ist keine Volkspartei mehr, die die christlichen Werte vertritt, die wir brauchen. Entschuldigung, da muss ich Ihnen wirklich widersprechen. Ich habe in meinem Leben einen wichtigen Auftritt in Markersdorf hinter mich gebracht, 1986. Damals war es so, dass die Salzburger geschlossen in großer Zahl nach Wackersdorf gefahren sind, um die damalige Planung einer Wiederaufbereitungsanlage, manche erinnern sich, zu opponieren oder zu bekämpfen. Hier kann man sogar dieses militärische Wort verwenden. Und bei diesem Happening in Wackersdorf ging Heinz Stockinger, der noch immer aktive Anti-AKW-Aktivist, als Moderator ans Mikrofon und kündigte mich mit den Worten an, dass der Michael Neureiter von der ÖVP kommt, von der Schwesterpartei der CSU. Ich habe dann in meinem ersten Satz die Kurve versucht zu kratzen und habe festgestellt, Sie wissen ja, dass man sich die Geschwister nicht immer aussuchen kann. Das hat zu einem Zerwürfnis, das noch stärker geworden ist, zwischen Franz Josef Strauß und Wilfried Haslauer Senior geführt. Und meines Wissens hat damals Franz Josef Strauß anrufen lassen und sich erkundigt über den Blödian, der in Wackersdorf sich eine Dummheit zu sagen getraut hat. Ich kann nicht alles unterschreiben, was im Moment passiert, aber ich bin nicht aus meiner Partei ausgetreten. Darf ich Ihnen kurz erklären, dass ich vor kurzem mit dem oberösterreichischen Landeshauptmann Kontakt hatte, weil er mich sehen wollte und wir haben uns unterhalten und ich habe ihm eine sehr naive Frage gestellt, nämlich wie kann es denn die ÖVP vertreten, dass sie sich einem jungen, ich sage nochmal hochbegabten, ja, oder würde nicht sagen genial, aber all das ist ja wertfrei. All das ist ja wertfrei. Aber wenn ein junger Mann wirklich mit den Medien so jonglieren kann, wie das unser derzeitiger Bundeskanzler kann, hat er eine Begabung. Ja. Aber wie kann man denn als christliche Partei wirklich vertreten, dass man einem einzigen Mann eine gesamte Partei zu Füßen wirft? Und da hat er entwaffnet gesagt, es ist uns ja nichts anderes übrig geblieben. Wenn das die Antwort ist, dann frage ich Sie aber trotzdem, Sie sind ja nicht nur Politiker, Sie sind ja auch Theologe. Also wie ist es wirklich möglich, jetzt mit christlicher Grundhaltung die letzten Aktionen des Bundeskanzlers zum Beispiel mal zu akzeptieren, wenn er sich zum Beispiel mit einer Aktion wie den Ärzten ohne Grenzen anlegt, wenn er ganz einfache Selbstverständlichkeiten ignoriert, um damit weiterhin von Erfolg zu Erfolg zu surfen? Vielleicht kann ich im ersten Satz klarstellen, ich habe meine aktive politische Laufbahn 2014 in der Gemeinde Bad Vigan beendet und 2008 im Salzburger Landtag, das sind schon 10 Jahre. Damit bin ich nicht angehalten, mich in jeder Weise als aktiver Politiker bezeichnen zu lassen. Das andere, ich muss mich, und ich habe mir es auch vorgenommen, dieses Interview, das Sebastian Kurz einer Schweizer Zeitung, glaube ich, gegeben hat, nachzulesen, weil ich das auch nicht verstanden habe. Gut, vielleicht versuchen wir jetzt von parteipolitischen Diskussionen wieder ein bisschen eine Kurve zu bekommen. Wie gesagt, wieder die Einladung an Sie jederzeit, auch wenn wir nicht ständig zu Ihnen hinblicken, was ich damit gleich einmal um Verzeihung bitte, aber ein Zeichen, wenn irgendjemand an dieser Stelle sagt, da hätte ich eine Frage, einen Einwurf, was auch immer. Ja, bitte sehr.
Jawohl. Gelebte Solidarität, wir teilen das aber Mikrofon. Aber da hört sich schon auf, die Solidarität. Mein Name ist Barbara Siebert, ich bin jetzt auch keine aktive Politikerin, Zeiten haben sich aber nicht überschnitten. Und ich habe mich jetzt deshalb melden müssen, weil ich habe immer noch die Isolde Karim vom Eröffnungsvortrag in Erinnerung und auch das, im Vortrag hat sich das gestern bestätigt, dass Frieden Arbeit bedeutet, Konflikte in die Mitte zu holen und zu bearbeiten und zu lösen und nicht an den Rand zu drängen, um dann in einer vermeintlichen Idylle zu leben. Und am Rand explodieren die Konflikte ungelöst und zu Lasten derer, die sich sozusagen am verletzlichsten sind. Und lustigerweise sind genau die Beispiele, die Sie jetzt gebracht haben, aber das deckt sich auch aus meiner eigenen Erfahrung in der Landtagsarbeit, zum Beispiel die 380-KV-Leitung, ein Beispiel von, wo Konflikte nicht in die Mitte geholt wurden und gelöst wurden, sondern da werden sie überall hingeschoben. Keiner will die Leitung, alle wissen, wir brauchen sie. Und das zeigt mir, dass sozusagen das also in der Landtagsarbeit und in der politischen Arbeit es extrem schwierig ist, Konflikte in die Mitte zu holen und tatsächlich konstruktiv zu lösen. Und da auch merke ich schon, wir auch sehr getrieben waren von den Medien, weil Medien davon leben, dass Konflikte sehr offen aufgetragen wird, was aber der Konfliktlösung an sich nicht beiträgt. Oft sind geschlossene Räume, wo man in Ruhe reden kann, besser als das öffentliche Hickhack, das dann wiederum zu keiner Lösung führt. Ähnlich sehe ich es mit dem Bordellthema, weil auch dort sind Konflikte präsent, über die niemand offen redet. Und in Wahrheit sind es Arbeitsstellen für Frauen und über die müsste man reden, wie es den Frauen geht und wie die Frauenrechte in diesen Systemen gewahrt werden. Und nicht, ob ein Bordell eine Nachbarschaft zerstört, weil das tut es in der Regel nicht. Und genau, das war eigentlich schon mein Statement. Also ich bin sehr dafür, Konflikte in die Mitte zu holen, aber auch die Strukturen zu schaffen, dass das möglich ist. Danke vielmals. Ja, vielleicht versuchen wir das auch ein bisschen in die Mitte zu holen, weil das, was ich den Eindruck habe, was auch in dem vergangenen Tag und auch heute Vormittag auch immer wieder bei dieser Tagung ein bisschen Rolle gespielt hat, wie kommen wir mit, wie soll ich sagen, auch mit einer neuen Rolle in dieser Gesellschaft zugange, wenn man mit gewissen Entwicklungen nicht unzufrieden ist, dass man auf erstens einmal zum Kern vorstößt des Problems oder des Konflikts, der Herausforderung, wie immer man die Thematik dann auch für sich selber definiert. Wie kommen wir zum Kern und wie gehen wir dann auch damit um? Für mich stellt sich so manches Mal, gerade wenn ich auch nicht nur selber darüber berichte, bin ja auch Mitarbeiter im ORF-Landesstudio, sondern selber Konsument bin von Medien und Nachrichten, stellt sich für mich auch manchmal die Frage, ob diejenigen Teile der Gesellschaft, die jetzt zum Ungehorsam aufrufen, die mit gewissen Entwicklungen nicht einverstanden sind, unglücklich sind, dass sie sich noch nicht in eine, wie soll ich sagen, in eine neue Rolle hineingefunden haben. Das ist so sehr oft mein Eindruck, wenn ich es plakativ sagen darf, von Personen, die es gewohnt waren, früher vielleicht kritisch zu sein, jetzt plötzlich auch in einer Rolle zu sein, wo man von anderen zum Teil sehr vehement kritisiert wird. Das würde mich zum Beispiel auch ein bisschen interessieren, ob wir da noch auf dem Wege sind, auch in der Gesellschaft, mit neuen Rollenbildern, auch in einer sich verändernden Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also für meinen Teil muss ich sagen, ein Jahr Schockstarre sollte schon genügen. Jetzt hat der Kanzler gerade ein Jahr Regierung erklärt und ich denke, jetzt ist genug, jetzt sollten wir aufstehen. Ich sehe es natürlich auch so, wie Sie gesagt haben jetzt, die Bildungselite dieses Landes versagt kläglich. Das muss man schon sagen. Normalerweise gehen die Revolutionen von den Universitäten aus. Die sind so still wie noch was. Ich habe, nachdem ich die Regierungserklärung gelesen habe, ich bin auch gewerkschaftlich tätig, FCG, habe ich die Kollegen gefragt, für Kunst und Kultur bin ich zuständig, Oliver Rathkopf, was tun wir jetzt was? Die Universitäten müssen doch einen Aufschrei machen, gerade die Historiker. Diese Regierung operiert da mit historischen Begrifflichkeiten und bedient da ein Register von rückwärtsgewandten faktischen Falschheiten. Faktisch falsch, so paradox das klingt. Also die Bildungselite versagt. Die Leute, und das muss ich Ihnen jetzt auch an die Nase nehmen, muss ich Sie auch an der Nase nehmen, sagen immer die Medien. Wer sind denn die Medien? Die Medien sind auch nur Journalisten. Seriöse Journalisten, wie der Herr Grab hier neben uns.
Es gibt aber auch eine Menge von Medien, die im Moment nie eine Journalistenschule durchlaufen haben, die einfach nur Meinungspolitik betreiben. Und das sind keine Medien. Die haben zwar eine Zeitung, aber das sind bitte keine Medien. Das müssen wir, das ist kein seriöser Journalismus. Also wenn man, wenn man die Journalisten angreift, bitte mit Sorgfalt hinschauen und sie einfach füttern auch mit Wissen. Die Seriösen werden das Wissen schon akzeptieren, dass sie ihnen aus der Partei, aus dem Landtag, aus den Ausschüssen zuweisen. Also da müssen wir auch, weil die Medien können auch ganz sinnvolle Partner sein. Die können auf uns schauen, die können das Korrektiv der Sorgfalt auch sein. Sie sind nicht umsonst die vierte Gewalt. Vierte Gewalt ist natürlich das Stichwort, das ist ganz richtig. Also wir haben natürlich in unseren Grundgesetzen, in unseren demokratisch organisierten Gesellschaften, den Schutz für die Freiheit des Wortes und Freiheit der Kunst. Und das ist ja tatsächlich das wichtigste Regulativ, das wir haben hier in unserer Gesellschaft. Aus diesem Grund bin ich immer für die Differenzierung gewesen, in jedem Fall. Und auch meine Arbeit beschäftigt sich ja nicht damit, jetzt oberflächliche Witze zu machen, sondern ich versuche schon auch Zwischentöne zu erkennen. Und in diesen Zwischentönen liegt im Augenblick, glaube ich, sehr viel Sprengkraft. Das ist gar keine Frage. Daher Medienbashing, wo es angesagt ist, ja. Aber wir haben einen Trend, der ist wirklich erschreckend und da muss eigentlich jedem die Nackenhaare aufstellen. Ich meine, abgesehen von der tatsächlichen politischen Empörung der Linken ist es vollkommen klar, hat auch diese Bewegung, wenn man die Sozialdemokratie heute anschaut, politischen Bankrott erklärt im Augenblick. Politischen Bankrott nicht deswegen, weil sie Haltungen über Bord geworfen hätte, das glaube ich gar nicht, sondern weil es einfach ein Eingeständnis dessen ist, dass man an die Leute nicht herankommt. Und dieses verzweifelte Suchen nach Strategien, die jetzt der Erfolgsstrategie widerstehen könnten, ist eine Lächerlichkeit, die per se zum Scheitern verurteilt ist. Was notwendig ist, ist tatsächlich Haltungen zu formulieren, auch ohne Rücksicht darauf, dass sie vielleicht einmal kurzfristig jetzt nicht gerade in Wochenrhythmen Erfolge einfahren können, sondern dass es einfach möglich ist, einen Wind zu erzeugen, in dem diese politische Kaste segeln kann. Eine Strömung zu verstärken, die da ist unter den Menschen. Und das, glaube ich, erfordert sehr viel Sensibilität und ist nicht mit einfachen Schlagzeilen abzutun. Und glauben Sie, Herr, bitte. Und glauben Sie, Herr Adra, ich sage das jetzt wirklich völlig wertfrei, weil es gibt ja, wie gesagt, ich zitiere nur das Wahlergebnis, es gibt genügend Mitglieder unserer Gesellschaft, die ja genau diese Regierung unterstützt haben, zumindest diese Parteien, bevor sie sich zusammengetan haben zur Bundesregierung, wenn wir auf dieser politischen Ebene bleiben. Und wenn wir es gesamtgesellschaftlich betrachten, gibt es ja sehr viele, die mit dieser Entwicklung zufrieden sind, manche sind mit dieser Entwicklung nicht zufrieden. Ist es tatsächlich so, dass die Schockstarre, wie es die Frau Wallnöfer gesagt hat, mit einem Jahr müsste reichen oder braucht es doch für alle Beteiligten, damit meine ich wirklich alle, doch länger, um sich mit neuen gesellschaftspolitischen Gegebenheiten, Entwicklungen anzufreunden und damit auch für sich selber umgehen zu können? Schauen Sie, ich bin und bleib, wenn man so will, Menschenfreund. Ja, und bevor ich mich irgendwann mal verortet, haben wir gedacht, das bleibst du auch. Geht sich auch aus im Ende. Das haut wirklich hin. Aber es ist selbstverständlich, dass man im Augenblick sagen muss, wenn man etwas unter die Oberfläche schaut, dann ist es im Augenblick so, dass Zynismus angesagt ist. Zynismus im Sinne von Menschenabwendung. Ja? Also das heißt, nichts ist so erfolgreich wie Erfolg. Das ist einer der schlimmsten Slogans, aber der stimmt leider. Und wenn es dann so ist, dass sich Politik als verkäufliche Ware definiert und alle anderen wirklich bankrott anmelden, dann ist Alarm angesagt. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir, glaube ich, diesen Begriff ohne weiteres strapazieren können. Alarm jetzt nicht im Sinn von sich verstecken, zurückzuziehen, wie gesagt, in diese kleinteilige Neo-Biedermeierlichkeit zu sagen, ach, die sollen doch und es betrifft mich ja gar nicht, aus Angst vielleicht. Diese Angst ist ja auch geschürt, wie wir wissen. Geistiger Bequemlichkeit vor allem einmal, ja, sondern Alarm im Sinn von Aufruf an uns alle. Wir haben diese Möglichkeit, dass wir uns einmischen, noch, und wir sollten sie uns bewahren, glaube ich. Noch eine Ergänzung, bitte. Ich
möchte nur ein Salzburger Beispiel zur vorhin gelaufenen Debatte rund um die Wirksamkeit von Medien ansprechen, weil es nicht jedermann, der nicht aus dem Salzburgischen kommt und nicht jedes Format liest, das mitbekommen hat. Es gibt ein interessantes Phänomen in den letzten Wochen und Monaten, dass es im südlichsten Bezirk unseres Landes, im Lungau, eine überraschende Meinungsbildentwicklung zum Thema der Windenergienutzung gegeben hat. Ein Beispiel, das wahrscheinlich noch eine wissenschaftliche Studie verdienen würde, wo eine ursprüngliche deutliche Zustimmung zur Nutzung der Windenergie aufgrund verschiedener Faktoren, aber auch aufgrund des Engagements eines Mediums inzwischen völlig umgeschlagen ist und eine völlig andere Meinungsqualität und Meinungsquote jetzt gegen die Nutzung der Windenergie gebracht hat. Mehrere Faktoren haben eine Rolle gespielt, die Platzierung und anderes mehr, aber auch wahrscheinlich die Informationstätigkeit, die nicht erfolgte breite Informationstätigkeit. Das ist ein Schulbeispiel, wie wirksam heutzutage die vierte Gewalt ist. Und ich wollte in dem Zusammenhang mit den Medien auch den Hinweis darauf verbinden, dass wir wahrscheinlich in einer Radikalisierung der Sprache leben, nicht nur in den Medien, auch in unserem sprachlichen Alltag, die auch besorgniserregend ist. Ich verwende deswegen gerne beim Weg des Stille Nachtlieds in die Welt mit oder ohne Friedenslied nicht den Begriff des Siegeszuges, den manche verwenden, sondern verweise immer darauf, dass man auch in der Sprache von der Militärsprache Abschied nehmen muss und vom Erfolgsweg des Liedes zum Beispiel reden kann, ohne irgendwas an der inhaltlichen Aussage zu verändern. Ich denke, dass wir bei der Sprache ganz aufpassen müssen, jeder für sich, aber auch im Blick auf die Berichterstattung der Killerkommandos und anderer in unseren Medien und nicht nur in den kleinformatigen. Ja, bei der Sprache müssen wir natürlich aufpassen, da gehen wir alle d'accord. Aber ob sie wirklich so scharf ist, für mich ist die eigentliche Gefahr im Moment die Nichtsprache des Herrn Kanzlers. Das ist die subtilste Form und die gekonnteste Form von Sprache. Mein Vater hat mir beigebracht und gesagt, los, keine Antwort ist eine Antwort. Und genau darum geht es. Wir leben gar nicht in dieser Welt, die wir eigentlich möchten, von Widerstand, von Widerspruch, von Auseinandersetzung, von Debatte, nicht Dialog, Debatte, wo man debattiert, wo man so wie wir jetzt hier das eine Wort gibt, das andere kultiviert reden. Meine Sorge ist diese Nichtsprache bei den einen und die radikale Sprache bei den anderen. Vereint in einer Regierung, ich muss es sagen, wenn ich mir vorstelle, der Strache und der Salvini, ich bin ja übrigens eine Altösterreicherin, die diese Staatsbürgerschaft dann ablehnen wird, weil auf diesen Wege will ich sie nicht bekommen. Der Strache trifft sich mit dem Salvini auf Südtiroler Territorium beim Spatzenfest. Also ich meine, mehr Vaterlandsverrat geht ja gar nicht. Von beiden Seiten, von den Österreichern als in Form von Strache und von Salvini. Die unumwundenste Sprache hat der Salvini und hat der Strache. Aber der Kanzler glättet immer alles so drüber oder sagt gar nichts. Das ist doch auch eine Gefahr, oder? Sehen Sie das nicht so? Gut, machen wir noch den Herrn Haderer, dann gibt es zwei Meldungen aus dem Publikum. Akzeptanz ist natürlich auch Kompanie, das ist keine Frage. Und in diesem Fall ist die Nichtäußerung eine dröhnende Zustimmung. Ganz klar. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Cartoon gezeichnet, so einen Wochencartoon eigentlich, als das erste Mal der Begriff aufgetaucht ist. Warten Sie einen Augenblick. Festung Europa, glaube ich, hieß das. Ja. Und ich habe mir gedacht, na gut, den Begriff musst du nur illustrieren und der Cartoon ist fertig. Das ist für mich klar, nicht? Allerdings, das ist, glaube ich, 6 oder 7 Jahre her, diese Zeichnung. Und jetzt stelle ich fest, dass ausgerechnet mit dieser Unerträglichkeit Politik gemacht wird. Und dann ist es auch so, dass dazu geschwiegen wird. Und ich halte dieses dröhnende Schweigen nicht mehr aus, das uns umgibt. Und daher ist es nicht nur die Sprache, es ist schon auch der Inhalt. Und es sind vor allem eine, also wirklich infame Strategien zu beobachten, nämlich Gedanken wie die vom Herrn Innenminister im Augenblick, dessen Name mir völlig entfallen ist, der Aussagen platziert,
die dann zurückgenommen werden, aber sie sind schon platziert. Und dann setzt sofort die nächste Strategie dran und man schweigt dann dazu und damit ist es sanktioniert. Und diese Sanktionierung ist unerträglich auf die Dauer. Gut, danke. Jetzt brauchen wir... Jetzt bitte brauchen wir das Mikrofon für zwei Stimmen aus dem Publikum. Die Dame in der von uns aus gesehen dritten Reihe. Mein Name ist Bettina Gruber, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Und zwar, ich möchte eine Anmerkung irgendwie an die Debatte jetzt machen und halte es für notwendig, dass wir die Entwicklungen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus sehr stark mit diesem entfesselten Kapitalismus und der Neoliberalisierung verknüpfen. Diese Phänomene haben historisch, also Kapitalismus und Nationalismus haben sehr viel miteinander zu tun und das wird heute nicht besprochen. Wenn wir sagen, heute, wieso ist die Sozialdemokratie in so einem Zustand, ich meine das nicht in Österreich, sondern in ganz Europa und weltweit, dann ist das in diese Entwicklung verknüpft und das hat sehr stark, geht von 1989 aus, wie sozusagen diese Blöcke gebrochen sind und dieser entfesselte Kapitalismus sich ganz deutlich durchsetzen konnte und so weiter. Die gehen Hand in Hand und was wichtig ist, Kapitalismus geht auch immer Hand in Hand mit Antidemokratie und mit, also Beispiel, ich will ein Beispiel bringen, das hat mich sehr erschüttert. Vor ein paar Tagen war in Arte eine Dokumentation über die Entwicklung des arabischen Frühlings in Ägypten. Und wenn man sich da anschaut, wie diese Regierungsmächte des Westens, ganz voran Macron, ja, mit diesen Diktatoren ja, sozusagen weiter Geschäfte macht und sich präsentiert und man diese ganzen, also diese Morde, was ich weiß nicht, wie viele Morde auf diesem Platz da waren, Tausende waren. Und wie man die allein gelassen hat und gesagt hat, fürs Geschäft und für sozusagen die Entwicklung, Weiterentwicklung in diesem Kapitalismus, opfern wir diese arabische Revolution. Und ich glaube, es ist wichtig, weil sonst gehen wir da im Kreis und sagen, diese Dinge, die gehören zusammen und wir müssen sie zusammen diskutieren. Und das ist komplexer, ganz einfach. Und das ist schwierig. Und das ist... deshalb ist das ein bisschen eine schwierige Situation. Stefan Schulmeister in seinem Buch Auf dem Weg zur Prosperität wirklich schildert das meiner Meinung nach wirklich ganz toll, wie diese Sozialdemokratie in Europa mehr oder weniger in diese Neoliberalisierung hineingerutscht ist und dass das sehr lange wieder brauchen wird, wie dass die sozusagen in alternativen Konzepten wieder herauskommt. Danke sehr. Hans-Peter Gahr, nehmen wir es gleich dazu, bitte. Geht jetzt in eine ganz andere Richtung und ich hoffe, dass diese Frage von der Bettina, die auch ganz, ganz wichtig ist, nicht verloren geht. Aber ich wollte mich jetzt aus einem anderen Kontext zu Wort melden und zwar eine Frage an den Michael Neureiter. Michael, wir haben dich ja eingeladen aus zwei Gründen, als Präsident der Stille Nachtgesellschaft, aber eigentlich viel mehr als eine Person, die eigentlich auch immer in der gesamten politischen Laufbahn sich auch kritisch innerhalb der eigenen sozusagen politischen Gemeinschaft auch geäußert hat. Christa Wolf hat das einmal ungefähr so formuliert, dass sie gesagt hat, der wirklich spannende und wichtige Widerstand und der schwierigste Widerstand ist immer der Widerstand gegen die eigenen. Und das finde ich an und für sich, also deshalb denke ich, dass du gerade richtig am Podium sitzt. Aber der andere Begriff ist für mich auch einer, der mir einfällt, wenn ich an dich denke, der Begriff der Loyalität. Und ein Spannungsfeld, das ich in dem Kontext ganz, ganz wichtig finde, ist das zwischen also Widerstand nach innen und auch Loyalität gegenüber der eigenen Gruppe. Und das finde ich eigentlich sehr auch in unserem Kontext sehr spannend zu diskutieren, wie man sich in dieser Gratwanderung bewegt, weil man die einfach auch braucht. Vielleicht möchten Sie gleich antworten. Ja, ich bin hier angesprochen und kann eigentlich nur kryptisch in der Weise antworten, dass man auch nicht alles, was man denkt und mit Freunden bespricht, mit 120 Teilnehmern besprechen muss. Ich habe gut dazugelernt mit,
Quitatio consentire videtur, wer schweigt, scheint zuzustimmen. Wenn ich darauf gewartet habe, dass der Herr Bundeskanzler aus New York sich zum Thema des Herrn Innenministers und zu der Frage der Meinungsvielfalt in Österreich geäußert hat, dann habe ich gewartet und ich habe dann eine Antwort bekommen. Wahrscheinlich können Sie mich fragen, ob ich uns bei der nächsten Wortmeldung fragen, ob ich zu dem oder zu dem auch auf eine Antwort warte. Ich habe jedenfalls hier eine wichtige Antwort bekommen. Und zum Zweiten, ich stelle fest, ich bin nicht Anwalt dieser Bundesregierung, ich bin nicht ihr Sprecher. Sie hat neuerdings einen Salzburger als Sprecher. Aber es kommt vor, dass man zu viel des Schweigens erlebt. Ist das deutlich genug? Danke, Herr Neureiter. Und vielleicht jetzt zum. Ich sage auch kein Wort und kein abfälliges Wort über die Sozialdemokratie. Nun zum ersten Punkt vielleicht. Zur Kollegin aus Kärnten. Ich bin für Kapitalismus, aber für eine neue Form von Kapitalismus. Denn ohne Marie geht gar nichts. Das ist einfach so. Wir brauchen Geld, wir brauchen das Geld, um es gerecht zu verteilen oder annähernd gerecht zu verteilen. Selbst Leute, die viel Geld haben, wissen, sind auch ganz hilflos. Also wir brauchen eine neue Kapitalismusdebatte. Und in Bezug auf die Sozialdemokratie würde ich mir wünschen, dass die wenigstens die verstanden haben, wie Volkswirtschaft funktioniert. Weil ein Staat funktioniert nach volkswirtschaftlichen Prinzipien. Da steckt das Wörtchen Volk drinnen, von dem alle so tun, als wäre es jetzt schlecht, weil sie uns welche wegzunehmen versuchen. Aber wir sind ja wirklich das Volk. Das sind wir, Sie, hier, ich, Sie, die super Arbeit leisten. Ich habe es jetzt beobachtet. Wir müssen lernen, einen Staat wieder volkswirtschaftlich zu leiten und nicht betriebswirtschaftlich. Wenn wir betriebswirtschaftlich leiten, dann bin ich einigen wenigen Teilhabern, stillen, lauten Aktionären, wie immer, verpflichtet, was im Moment der Fall ist. Aber letztlich brauchen wir eine neue Kapitalismusdebatte. Ich bin dafür, dass wir uns alle da einmischen, gerade Sie, die im Friedensbereich so viel operieren und es auch brauchen mit Ihren vielen Hilfsorganisationen und was weiß ich. Und die Caritas lässt sich da ja auch viel zu oft schlecht machen. Die Leute, die im Moment die Arbeit leisten, die andere politisch verpfuschen, sind die hauptsächlich christlichen Gemeinschaften. Das heißt, es geht ums Geld, wir wollen das Geld, wir wollen es gerecht verteilen, wir brauchen eine neue Kapitalismusdebatte und mehr volkswirtschaftliches Denken wieder in diesen Regierungen. Danke sehr. Einigkeit am Podium, keine Dissonanz zu sehen. Noch eine weitere Fragen bitte und Anmerkungen. Bitte, auch in der von uns aus gesehen dritten Reihe bitte. Danke. Mein Name ist Sabine Beck, ich arbeite für Greenpeace in Österreich momentan noch und jetzt dann wieder in Deutschland. Zu dieser Kapitalismusfrage habe ich jetzt vorher gerade auf Twitter etwas Entsetzliches gesehen. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die Zivilgesellschaft nicht nur in Österreich, in Deutschland, sondern europaweit wahnsinnige Leistungen erbringt und auf Missstände aufmerksam macht, aber vor allem in der Flüchtlingshilfe natürlich extrem viel auffängt, was Regierungen einfach vermasseln, ja, an Integrationsarbeit. Also ich meine, ich bin seit 2015 mit aller Kraft aktiv und über meine Kraft hinaus manchmal. Ja. Ich kenne viele Leute, die in einen Burnout gekommen sind, einfach weil sie Deutschkurse geben, dreimal die Woche, Leute bei sich zu Hause aufnehmen, die Kinder beim Einschulen unterstützen, etc., etc., etc. Und zwischendurch sammeln wir Winterstiefel. Ja? Gleichzeitig gibt es Regierungsparteien, die sämtliche Integrationsmaßnahmen streichen und so weiter. Sie wissen das eh. Dieses dröhnende Schweigen, das Sie angesprochen haben, Herr Haderer, das ist auch, also das brennt mir in den Ohren jeden Tag, das lähmt mich manchmal auch ganz fürchterlich. Und dann muss ich halt sagen, also ich komme aus einer Familie, die ziemlich eindeutig, ich bin sehr politisch sozialisiert. Also ich bin mit meinen Eltern auf jedem Friedensmarsch gewesen. Ich war auch in Wackersdorf, da hat mich der Papa sehr davon abgehalten, einen Stein in die Hand zu nehmen. Und er hat gesagt, wir sind Pazifisten, den lasst du jetzt sofort fallen. Ja, vielleicht haben wir uns dort getroffen.
Und dann sehe ich etwas, dass sich jetzt zum Beispiel gerade im Moment auf Twitter die SPD in Deutschland äußert zu Hambacher Forst, wo mir die Tränen aufsteigen, aber eigentlich vor Wut. Die sagen dann nämlich, wir werden nicht hinnehmen, dass der Ökomob alle Gesetze aushebelt. Ja? So, und jetzt frage ich mich, was macht die Sozialdemokratie europaweit kaputt? Vielleicht sowas. Und ich möchte auch anmerken, weil Ihre Wortmeldung fand ich extrem wichtig, ich glaube mittlerweile, es ist dieser Vormarsch von Rechtsradikalen in ganz Europa, das ist die AfD in Deutschland, das ist Front National in Frankreich, hier haben wir halt die FPÖ, wir haben den Orban, es ist ein Rechtsruck in ganz Europa, das ist schrecklich. Und es ist vielleicht nicht nur die Zurückhaltung der Mitte, die oft vielleicht ein bisschen zu lang auf Antworten wartet, ohne dass ich sie jetzt kritisieren will persönlich, verstehen Sie mich nicht falsch. Gell? Aber vielleicht müssen wir einfach die Leute, die wir uns als Mitte bezeichnen, sehr viel lauter werden und einfach sehr viel deutlicher sagen, was uns nicht passt und dass das unchristlich ist, was die machen, diese Spaltung, dieser Hass und diese Hetze, die jeden Tag verbreitet wird. Ich habe keine Lust, dass gegen muslimische Kinder gehetzt wird, zum Beispiel. Ja? Ich habe aber auch keine Lust, dass ich als Aktivistin im Naturschutzbereich attackiert werde, auch nicht von einer SPD. Ja? Ich bin kein Ökomob. Ganz einfach, ich möchte einfach bloß, dass der Klimawandel so schnell wie möglich gestoppt wird, weil meine Tochter ist 11 Jahre alt und ich möchte nicht, dass die knöcheltief im Wasser steht, wenn sie einmal nach Hamburg fährt. Und das wird passieren, ganz einfach. Und wir haben ganz, ganz andere Probleme, die wirklich, wirklich eklatant sind, um diese Welt noch irgendwie für unsere Kinder zu retten. Und da können wir jetzt einfach nicht schweigen, so lange, und da können wir auch nicht warten und da können wir auch nicht diese neoliberale und durchaus auch faschistische Strömung, die hier auf der Welt herrscht, hinnehmen. Ja? Und eine letzte Anmerkung dazu zum Neoliberalismus. Die AfD wurde von Ökonomen, von Neoliberalen gegründet in Deutschland. Das dürfen wir nie vergessen. Diese Zusammenarbeit zwischen Rechtsradikalen und Neoliberalen, die müssen wir uns ganz genau anschauen, weil ich glaube, dieses kleine Grüppchen würden wirklich Rechten, die kriegt man in den Griff. Aber die Neoliberalen, die seit über 30 Jahren mit viel Geld und vielen, vielen Thinktanks auf der ganzen Welt wirklich ein System erarbeitet haben, das die Leute in eine Situation bringt, dass sie sich entsolidarisieren, völlig vereinzeln, völlig dafür für ihr eigenes Schicksal verantwortlich gemacht werden. Ja? Da können dann die Rechten super reinpreschen. Und das sollten wir thematisieren. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt in Österreich, in Wien, am Donnerstag immer die Donnerstagsdemos haben. Das ist ein sehr lustvoller und freudiger Protest, der da stattfindet. Morgen bin ich da wieder dabei. So. Okay. Danke. Haben wir noch eine zweite? Ja, der Herr bitte. Können wir noch ganz gehört sich ja. Zwar nicht, glaube ich, aber es ist mir völlig egal, ich musste erst applaudieren. Ja, gut. Nehmen wir den Herrn, dann greifen wir aber das Thema schon nochmal auf, bitte. Ich möchte mich auch für die tolle Tagung bedanken, bei der ich viel gelernt habe, glaube ich. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wie das ist, wenn die Kamera vom ORF das Banner abfilmt, dann runter über das Podium schwenkt, dann durch den Saal. Dann frage ich mich, ob wir es geschafft haben, glaubhaft ein Bild zu vermitteln, was Kultur, eine glaubhafte Gegenkultur gegen die Frage von Ethnisierung, von Gesellschaft, von Konflikten darstellen kann. Oder ob wir da nicht noch stark dran arbeiten müssen, weil die Barrieren vor St. Virgil hier vor dem Haus einfach immer noch auch da sind. Und das bei aller Debatte, relevanten Debatte über den Neoliberalismus auch etwas ist, wo wir bei uns die Stellschrauben auch suchen könnten. Danke vielmals. Es ist eine Frage, die ich mir irgendwo mal auch ganz klein mal vorgemerkt habe und das finde ich auch ganz wichtig. Aber wollen wir doch zuerst beginnen. Mir ist nur eines, was Sie gesagt haben, Frau Beck, mit der radikalen Sprache, mit der wir auch zu tun haben. Der Ton macht bekanntlich die Musik. Es gibt jede Menge Sprichwörter vom groben Klotz, vom wie es aus dem Wald, jetzt in dem Fall heraustönen, soll ich wieder hereinrufen,
bis hin zu dem, dass man sagt, man, ja, der Klügere gibt nach und den Einwand, wenn man immer nachgibt, wird die Welt irgendwann einmal von den Doofen regiert. Aber stellt sich schon die Frage, wie soll man auch als, ich sage es mal wieder bewusst wertfrei, als Andersdenkender, als Andershandelnder oder Andershandelnde mit dieser radikalen Sprache, mit dieser auch immer mehr radikalisierten Welt, und es ist ja dann nicht nur die Sprache, sondern die Sprache ist das Erste, das Handeln ist das Zweite, wie soll man darauf reagieren? Das ist ja, glaube ich, ein Punkt, der gestern und auch heute in dieser Tagung sehr heftig, die auch gesprochen wurde in den einzelnen Panels. Wie soll man damit umgehen? Einen langanhaltenden, sanften Widerstand machen oder auch einmal, sag jetzt einmal, radikaler reagieren? Das würde mich schon auch interessieren. Sprache ist erstens das erste und einzige Instrument, das mehr oder weniger jeder irgendwie imstande ist zu spielen. Die Sprache, die derzeitige, ist für mich ein Symptom. Sie ist ein Symptom für ganz viele andere Dinge. Sie ist ein Symptom der Hilflosigkeit. Sie ist ein Symptom für Zorn. Sie ist ein Symptom, um Missstände zu kaschieren, um Ideologien zu verstecken. Das alles verbirgt sich in der Sprache. Also da müssen wir tatsächlich genauer hinschauen. Aber ist sie nicht auch ein bewusstes Mittel? Sie kann als Mittel, sie wird ja eh laufend, das ist auch im Symptom, sie wird ja dann laufend, die gecheckt haben, was das Symptom ist, die machen dann sofort, benutzen Sprache als Mittel, im schlimmsten Fall Sprache als Waffe, das kennen wir ja auch aus dem Alltag, das nennt man dann gern Populismus, ist vielleicht, könnten wir uns auch überlegen, ob man darüber streitet, einen anderen Begriff zu finden. Sprache jedenfalls ist für mich ein Symptom für viele emotionale Zustände in dieser Gesellschaft, die hin und her geworfen ist, jeden Tag zwischen vielen Entscheidungen. Und Sprache ist für mich etwas, was man anwenden muss, und zwar immer bei sich selber, und zwar in authentischer Weise. Wenn man Sprache als Camouflage benutzt oder als Medium, um etwas anderes zu zeigen oder nicht zu zeigen, dann, wenn man beim Gegenüber, wenn man der andere dann diese Sprache nicht versteht, dann hat man ein Problem. Manchmal muss man sich in die Niederungen auch der einfachen Sprache begeben. Zum Beispiel, wenn es um... Ich erlaube mir jetzt, aus meinem im unmittelbarsten Umfeld was zu sagen. Ich habe eine Nachbarin, die wählt immer brav FPÖ. Und die hat auch diese Sprache. Oder sagen wir so, sie hat diese Sprache und die FPÖ war gescheit genug, oder der Strache war gescheit genug, sich ihrer Sprache zu bedienen. Und dann hat sie das Gefühl, dass sie auf der gleichen Ebene reden und dass sie das Gleiche meinen, was natürlich nicht stimmt. Diese Gespräche, die man jetzt österreichweit auch macht, wo man den anderen trifft zum Reden, da habe ich auch teilgenommen aus Interesse. Und diese Nachbarin glaubt, der Strache spricht mit ihr dieselbe Sprache. Das tut er natürlich nicht, weil sie ist arm, sie braucht Hilfe im Sozialbereich, die kriegt sie von der FPÖ nicht. Da habe ich schon nachgefragt, da habe ich extra angerufen und gefragt, ob die einen Sozialfonds haben für ihre Wähler. Und dann hat man nach vielem Drumherumreden gesagt, da ist der Staat zuständig. Das ist sozusagen... Da stimmt dann doch was mit der Sprache zwischen meiner Nachbarin und ihrem Chef nicht. Also da müssen wir uns auch überlegen, benutzen wir vielleicht eine direktere Sprache. Einer meiner beliebtesten Gesprächspartner ist der Lothar Höbelt. Der Lothar Höbelt ist der Parteihistoriograf der FPÖ. Wir führen wunderbare Gespräche. Ich führe mit ihm die wirklich angenehme akademische Gespräche. Aber man muss switchen, und manchmal glaube ich auch, wir Friedensmenschen, ich sage es jetzt bewusst ein bisschen polemisch, wir Friedensmenschen müssen vielleicht auch manchmal einen Gang zulegen und vielleicht konturierter in der Sprache werden, um nicht schärfer zu sagen. Ich habe ein wunderschönes Beispiel zu bringen, wenn ich das kurz darf. Peter Torini habe ich getroffen, und er sagt, er arbeitet seit langer Zeit schon jetzt, also seit einigen Wochen intensiv an einer großen Rede. Er ist eingeladen worden vom Parlament. Und er hat dafür einen wunderbaren Titel gefunden. Wunderbar wird er jetzt nur, also aus meiner Sicht, nämlich er sagt, es sind nicht die Ozonlöcher, die uns gefährden, es sind die Arschlöcher.
Jetzt war da natürlich großes Hüsteln angesagt in den heiligen Hallen des Parlaments, wo man gesagt, verehrter Herr Turini, also hochdekorierter Dichter, Fürst und so weiter, zwar aber bitte nicht diese Sprache im Parlament. Worauf wir beschlossen haben, wir werden an dem Titel nichts verändern, sondern wir gehen einfach, wenn es nicht anders möglich ist, auf die Straße damit. Dort werden uns auch ein paar hundert Leute zuhören. Und das ist, glaube ich, eine schöne Aktion des zivilen Widerstands oder auch des zivilen Ungehorsams, wenn man so will. Und ich glaube, dass man, wenn man wirklich die Fantasie und die Kreativität der Menschen anspricht, dann haben wir ein riesiges Potenzial. Wir müssen nicht unbedingt uns auf das vordefinierte oder ausgemessene Spielfeld der Agitatoren, der rechten Agitatoren begeben. Und wir müssen nicht wir unbedingt. Wir sind das Volk, oder? Wir ja, sind natürlich. Ja auch das Volk. Hey Leute. Wir sind das Volk, das können wir von uns behaupten, das tun wir auch. Wir sollten es in einer Art und Weise behaupten, die attraktiv ist. Ja? Deswegen eben der Aufruf, lernen wir doch oder bedienen wir uns doch einer Sprache, die auch für die Menschen verständlich ist. Aber hören wir nicht auf, in dieser Sprache auch selber noch Spaß zu haben. Es ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass wir Lust haben müssen an dieser Art von Einmischung in die Gestaltung der Gesellschaft. Und deswegen kann ich nur sagen, also wir versuchen es erst im Kleinen einmal mit dieser Schule des Ungehorsams. Wir sagen zuerst, kommt mal her, ihr werdet jetzt etwas ermutigter vielleicht oder vergnügt oder fröhlicher vielleicht wieder weggehen. Das ist nicht die Dimension entscheidend, wie gesagt, aber das kann man versuchen, auch mit sehr wichtigen politischen Diskussionen. Haltung zu entwickeln ist eine total lustvolle Angelegenheit, wenn man sie mit anderen teilen kann. Also das funktioniert gut. Daher keine Angst vor dieser Art von Radikalität im Augenblick, was die Sprache angeht, sondern Visionen entwickeln und diese Visionen sehr souverän dagegen zu stellen. Das ist doch auch eine Möglichkeit. Herr Neureiter. Danke. Ich würde gerne darum bitten, zwischen Deutlichkeit, Konturiertheit in der Sprache und der Radikalität, die angesprochen ist, zu unterscheiden. Ich glaube, dass Radikalität in Form einer gewaltnahen Sprache nicht unser Interesse sein kann. Sie wollen aber sicher Deutlichkeit, Konturiertheit, das war Ihr Begriff, realisieren. Und ich habe die Angst, dass wir nicht nur bei der radikalen und bei der gewaltnahen Sprache eine Vereinfachung im Denken, ein grassierendes Vereinfachen des Denkens vieler Leute zu diagnostizieren haben, sondern auch die Vereinfachung unseres Denkens durch den Bildschirm. Danke. Wir nähern uns jetzt schon ziemlich dem Ende. Ich möchte gerne die Frage, die der Herr hier in der zweiten Reihe aufgeworfen hat, noch einmal abschließend hier in dieser Runde stellen, bevor ich dann als großen Abschluss dem Hans-Peter noch einmal das Wort geben möchte. Ich glaube, das ist nämlich auch die entscheidende Frage, wenn wir den Montagabend dazu rechnen, nach mehr als eineinhalb Tagen hier bei dieser Tagung, und bitte verstehen Sie jetzt dieses Wort nicht falsch, ich setze es bewusst unter gedankliche Anführungszeichen, wir reden alle in einer Welt, wo man sagt, die Gefahr ist, dass wir uns immer nur in unserer Echokammer spiegeln und damit die Vielfalt und die Meinungsvielfalt möglicherweise unter Diskussion auf der Strecke bleibt. Wie schaffen es wir oder wie schafft man es, sage ich jetzt einmal, auch wenn man so will, diese engagierten Menschen aus ihrer eigenen, und jetzt verwende ich den Begriff, aus der Echokammer dieser Tagung und des täglichen Lebens und täglichen Arbeitens tatsächlich herauszukommen. Kann man dazu was konkret sagen oder ist es ein, wie soll ich sagen, ein ewiges Stein hinaufrollen à la Sisyphus? Eine Abschlussrunde, bitte. Ja, klar. Wer immer beginnen möchte. Ui. Ja. Ja, ich vom schwachen Geschlecht. Trau mich. Wie kommt man raus? Also, unter uns gesagt, ich bin ja auch eine Ethnografin und habe mir über diese eineinhalb Tage, die ich jetzt hier bin, auch angeschaut, wie sozusagen die Dynamiken, die ethnografischen Befunde sind in Bezug auf hier und Friedensdebatte. Und das beginnt natürlich tatsächlich bei mir, für mein Verständnis auch bei der Sprache. Nämlich bin ich gestern dann doch schnell in die Ausstellung Haus der Moderne, also Kunst der Moderne, und haben mir die Marisa Merz angeschaut, bitte anschauen auch. Und da auf dem Weg dorthin habe ich ja bewusst
geschaut, wie viele Plakate hängen von dieser Tagung. Und sehr schön gelb mit dieser vom Blitz getroffenen Taube da. Habe sofort an ein Flugzeug denken müssen, weil eher über ein Flugzeug, das vom Blitz getroffen wird, in den Medien berichtet wird, als von einer Taube, die da auf eurem Plakat ist. Und das Wort Frieden. Und da haben wir gedacht, das juckt niemanden. Frieden juckt da draußen niemanden. Das Wort, glaube ich, würde niemanden anlocken. Und daher denke ich, müssen selbst so engagierte Menschen wie Sie sind, die tatsächlich, ihr seid das echte Kapital dieser Regierung und dieses Landes, das muss man schon mal sagen. Ihr haltet die Welt im Inneren zusammen, versucht sie dann auch noch nach außen hin besser zu machen. Also das ist, da bin ich schon, da beneide ich Sie im Sinne, also positiv, Neid ist ja eine Todsünde, aber da habe ich einfach Respekt. Das muss ich sagen, das ist eine ganz große Leistung. Aber ich glaube tatsächlich, dass Sie manchmal schärfer in der Sprache werden können, dass Sie pointierender werden können, konturierter werden können. Und ja, traut euch, würde ich dann mal nur sagen. Herr Haderer? Ja, selbstverständlich. Traut euch. Und wie gesagt, also ich würde mir halt wünschen, dass wir nach dieser großartigen Veranstaltung hier, zu der ich wirklich auch nur gratulieren kann, es ist eine wunderbare Idee, dass man mal den Begriff Frieden wieder in das Zentrum einer wirklich umfassenden Diskussion setzt. Denn ich habe es heute schon einmal gesagt, ich glaube, ohne soziale Gerechtigkeit kann es keinen Frieden geben. Ja? Und wenn man versucht, die Festung Europa zu entwickeln, dann ist das Kriegstreiberei. Also all das hat mit dem Begriff Frieden zu tun. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich am Punkt, was hier abgelaufen ist. Bin aber dann gleich fertig. Wünsche mir halt nur eines und das wirklich ganz ernsthaft jetzt nach vielen Jahren des Herumwühlens in unerträglichen Befindlichkeiten der Seele Österreichs. Ja. Haben wir diesen Optimismus? Sind wir nach wie vor überzeugt davon, dass der Mensch die Chance ist, für die Probleme zu lösen? Wir können schaffen, Kreativität, Fantasie, nicht die Wege gehen, die vorgezeichnet sind, sondern zu versuchen, eigene Wege zu kreieren. Das ist ein Aufruf an alle Fachleute. Bitte die klügsten Köpfe der Welt sollen sich jetzt zusammenstecken und sollen versuchen, auf diese einfachen Fragen wahrhafte Antworten zu finden. Danke, Herr Neureuther. Ich habe mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, ob ich in meinem ganzen Leben zu harmoniebedürftig bin, und ich werde die Frage wahrscheinlich mitnehmen und werde mich immer wieder auch in den Spiegel schauen müssen mit der Diagnose, dass es tatsächlich manchmal bequemer ist, die Harmonie zu suchen. Aber zu der abschließenden Fragestellung, ich glaube, dass unsere Demokratie sehr wohl mehr Lebendigkeit braucht, und ich glaube, dass auch Sie, dass die Demokratie auch Teilnahme und Teilnehmerinnen und Teilnehmer braucht. Vielleicht gibt es auch neue Formen der Teilnahme und nicht nur die alten Demonstrationen, die wir am 6. Juni 1986 hinter uns gebracht haben. Das ist schon 30 oder mehr Jahre her. Ich glaube, dass wir haben uns gestern bei der Debatte im Landesstudio des ORF verständigt auf die Notwendigkeit eines aktiven Friedens, der nicht nur vom Zuschauen lebt, sondern von der Beteiligung. Danke vielmals. Und ich bedanke mich jetzt an der Stelle, dass Sie ganz am Ende nach so vielen Stunden in diesen Tagung noch so rege dabei waren. Ich habe gemerkt, mit wachem Blick und mit Beteiligung. Und das absolute Schlusswort, das gehört jetzt Hans-Peter Grass.